Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Wir treffen heute in der Ansprechbar den Cihan und den Walle von der TG Viktoria Augsburg. Cihan, ihr steht aktuell am ersten Tabellenplatz. 40 Punkte auf dem Konto, 13 Siege. Eine richtig, richtig bombastische Saison. Bis jetzt gespielt, trotz viel Verletzungspech. Viele kriegen es trotzdem nicht mit, wieso auch immer. Was zeichnet euch aus dieses Jahr, dass es so gut läuft? Also wir haben eine ziemlich junge Mannschaft übernommen. Die A-Jugend selber haben wir 5 Mann direkt in die erste Mannschaft integrieren können. Da sind wir richtig, richtig stolz drauf und die machen sich einfach gut und das zeichnet unsere Mannschaft im Moment aus. Okay. Walle, du bist einer der Spieler, der sich in der Vorrunde schwer verletzt hat am Knie. Wie geht's dir aktuell? Du, mir geht's eigentlich relativ gut, nur zurzeit kann ich halt immer noch kein Fußball spielen, aber das wird in der nächsten Zeit wird sich verbessern und dann schaue ich mal, dass ich wieder angreifen kann. Das heißt, wann kannst du ungefähr wieder mit anfangen und wann kann die Mannschaft auf dich zugreifen wieder? Also ich will jetzt kein Ultimatum stellen. Ich schätze mal, dass ich auf jeden Fall nächste Saison wieder fit bin und am ersten Spieltag wieder auf dem Platz stehe. Und wenn es richtig gut läuft, könnte ich vielleicht noch ein Spiel diese Saison abliefern. Okay. Wie unterstützt du dann die Mannschaft, obwohl du nicht auf dem Platz stehst? Seid ihr viel unterwegs? Wie schaut es da aus? Also ich meine, selbstverständlich wäre ich jetzt gerne auf dem Platz mit meinen Kameraden gerne helfen. Aber ich versuche einfach jedes Auswärtsspiel, jedes Heimspiel dabei zu sein, die Mannschaft von der Außenlinie zu unterstützen und zu motivieren. Und dann schätze ich mal, dass ich meine Mannschaft irgendwie durch diese, ja. Ja, passt. Aktuell steht ja der dritte Torhüter im Tor. 2 haben sich verletzt. Der macht aber richtig eine gute Partie anscheinend, wenn es trotzdem läuft, oder? Ja, dritter Torwart würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, der Igor, der stand letztes Jahr auch im Tor bei uns, auch oftmals in der ersten Mannschaft, hat mich auch vertreten müssen. Ich meine, der Igor macht eine super Arbeit, der vertritt mich sehr gut. Und ja, ich meine, ihm kann man nichts vorwerfen. Gut, Cihan, ihr habt noch 2, beziehungsweise die Vorbereitung ist fast durch. Auf euch warten 2 richtungsweisende Spiele. Zum einen gegen Groß-Eitingen, ein Auswärtsspiel. Und dann am 31.03. gegen Walkertshofen auf der Sportanlage Süd. Solltet ihr die 2 Spiele für euch entscheiden, dann könnt ihr eigentlich am 31. schon die Meisterschaft feiern. Oder sehe ich das falsch? Also ich denke mal, wir hätten 2 Brocken auf jeden Fall weg. Also von der Meisterschaft ist klar, ist unser Ziel. Ja, dafür spielen wir Fußball. Wir wollen erfolgreich sein. Mit der Mannschaft auf jeden Fall machbar. Und wir wollen mit 6 Punkten auf jeden Fall aus beiden Spielen rausgehen. Ob die Meisterschaft dann schon steht? Rechnerisch ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Vorsprung. Wir hoffen das Beste. Ja. Sollte es nicht funktionieren, dann wird es richtig spannend noch in der Rückrunde. Es könnte spannend werden, aber unser Ziel ist es nicht spannend zu machen. Okay, wie habt ihr euch darauf vorbereitet in der Vorbereitungszeit? Hat es funktioniert? Sportanlage Süd ist ja dafür bekannt, dass es oftmals nicht zum Training kommen kann. Gut, also trainieren konnten wir. Wir haben durch den Max-Gutmann-Lauffahrt viele Einheiten, eben Laufeinheiten machen können. 3 Vorbereitungsspiele haben wir, sind alle 3 positiv für uns verlaufen, auch erfolgreich. Und ja, an dem wollen wir eigentlich anknüpfen, auch für die Saison. Gut, wir werden auf jeden Fall den Meisterschaftsweg von euch mit begleiten. Wir werden am 31. das Spiel mit aufnehmen für euch. Wünschen euch dabei alles Gute und Walle auch für dich gute Besserung. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Bitte schön, danke.